Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Die Rückrunde bzw. die Spiele nach der Winterpause stehen an. Der 21. Spieltag der dritten Liga. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön fair in den Kommentaren, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ansonsten, ja, viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's mit Lotte gegen 1860 München. Der TSV 1860 München wollte genau da weitermachen, wo er zuletzt vor der Winterpause aufgehört hatte. 2:1 gewannen sie da gegen die Roten Teufel. Gegen Lotte machten sie auch die bessere Anfangsphase und hätten hier durch Sascha Mölders bereits nach 5 Spielminuten mit 1:0 in Führung gehen können. Die Gäste waren aber gut aufgelegt und hatten eben auch die Großzahl der Möglichkeiten. Auf der anderen Seite dann auch Lotte endlich mal nach vorne unterwegs. Wehkamp über die rechte Seite spielt auf Österhellwig. Der bringt den Ball in die Mitte. Der Abschluss von Karweiner ist gar nicht so verkehrt. Aber Hiller passt gut auf und kann den Ball dann so parieren. Schöner Abschluss, aber dann auch eben eine starke Tat des Münchner Torhüters. Die Gäste waren aber drauf und dran, den ersten Treffer der Partie zu erzielen. Halbe Stunde gespielt. Steinhardt über die linke Seite. Die Flanke ist herausragend. Straight kann es nicht klären. Und dann steht Vega am zweiten Pfosten und staubt ab. 31. Spielminute. Die Führung für die Gäste. Schön gemacht. Unter die Latte gedroschen. Und so dann eben auch der Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang wollte 1860 alles klar machen. Lex auf Vega. Der Ball kommt zu Mölders. Der kann sich dagegen ran, aber nur so halb durchsetzen. Von Erfolg gekrönt war das Ganze hier noch nicht. Aber sie blieben dran. Fehler von Lotte in der Verteidigung. Mölders und Lex im Zusammenspiel. Mölders mit dem 2:0. 56. Spielminute. Hier mit Lex schön herausgespielt. Der Abschluss ist dann flach und platziert. Da ist nichts mehr zu halten. Aber Lotte gab sich nicht auf. Zumindest wollten sie nochmal Spannung reinbringen. Das konnten sie dann hier auch. Lorenz kann den Ball nicht klären. Wehkamp drischt den Ball aus kürzester Distanz zum 1:2 in die Maschen. Aber Entwarnung für die 1860-Fans. Sie zitterten am Ende, aber sie gaben die 3 Punkte nicht mehr aus der Hand. Zum Auftakt in die Rückrunde, beziehungsweise zum Auftakt zum 21. Spieltag. Die Rückrunde begann ja bereits vor der Winterpause. Gewinnt München mit 2:1. Fortuna Köln gegen den Halleschen FC. Und Fortuna Köln möchte nach dem 2:0 gegen Münster den nächsten Dreier einfahren, aber der Hallesche FC ist auch nicht zu unterschätzen. Die gewann 2:0 gegen Zwickau. Und hier starteten sie perfekt in die Partie. Pascal Sohm in der 4. Spielminute mit dem 1:0 für die Gäste per Kopf. Ärgerlich für Fortuna Köln, so früh schon den Gegentreffer zu kassieren. Aber da waren sie einfach nicht aufmerksam in der Anfangsphase und gingen dann zurecht in Rückstand. Und der Hallesche FC hatte die Möglichkeit vor der Pause noch zu erhöhen. Super Schuss von Jopek, super Aktion. Und Rehnen hat Glück, dass der Ball von seinen Fingerspitzen nur an den Pfosten geht. Aber dann kam auch Fortuna Köln vor der Pause mal. Kojic über die linke Seite. Damani, Brandenburger, Damani. Aber schöne Parade auch von Eisele. Und somit hielt er das 0:1 erstmal fest. Fortuna Köln wurde erst zu spät im ersten Durchgang wach, als sie hier noch einen Treffer hätten erzielen können. Frühe Führung für Halle, das konnten sie dann verteidigen, hätten sogar noch einen drauflegen können, eben vor der Pause eben dann etwas Glück, dass es nicht 1:1 stand. Und sie wollten einen drauflegen, die Gäste. Manu trifft nur die Latte, Rehnen, super Parade, ist auch noch dran und dann prallt der Ball nicht hinter die Torlinie. 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt und dann fast doch der Ausgleichstreffer. Koljic ist das hier. Der Ball geht aber über die Querlatte hinweg. Die Zeit wurde knapper. Fortuna Köln kam nochmal. Zumindest einen Punkt wollte man hier mitnehmen. Eberwein auf die linke Seite. Koljic sehr aufmerksam und sehr auffällig vor allem. Aber Pintholz Schuss kann dann von Brandenburger noch abgewehrt werden. Und so bleibt es hier am Ende des Tages beim 1:0 für die Gäste. Ein früher Treffer der Gäste hatte gereicht. Pascal Sohm ist der Torschütze des Tages. Fortuna Köln verliert gegen den Halleschen FC mit 0:1. Der 1. FC Kaiserslautern ist logischerweise nicht mit dem zufrieden, was man vor der Winterpause leistete. Auf Platz 11 steht man aktuell. Gegen Groß Asbach ist der Dreier natürlich Pflicht, wenn man vielleicht noch irgendwie ganz unter theoretischen Umständen nochmal anklopfen möchte an den 3. Tabellenrang. Die erste Möglichkeit hier gehörte Elias Huth. Der Ball ging dann aber haarscharf am Winkel vorbei. Von Groß Asbach kam nicht viel, die Könige des 0:0-Spiels.
aber hier ließen sie ungewöhnlich viel zu. Broll muss jetzt wieder eingreifen nach 24 Spielminuten. Und die Roten Teufel hätten hier schon lange 1-2-0 mindestens führen müssen. Sie blieben aber dran, konnten aber den Treffer nicht erzielen. Dann wagte sich auch Groß Asbach mal aus der Deckung. Pelivan mit etwas Glück kommt der Ball hier zu Baku, der ist im Strafraum. Drischt dann selber drauf aus zu spitzem Winkel, trifft er dann auch nur das Außennetz. Naja, so richtig heiß wurde es in der Szene nicht. Hesel kann den ohne Probleme ins Aus gucken. Im zweiten Durchgang dann die in Gelb gekleideten Gäste mit der ersten Möglichkeit. Pelivan gegen Kraus, nochmal Pelivan. Und da ist sich Hesel seiner Sache sehr bewusst, den an den Pfosten zu gucken, etwas mutig. Bleibt da weg und das hätte sich fast bestraft. Aber es stand weiter 0-0, Stunde jetzt knapp gespielt. Wieder Groß Asbach und dem und wieder Aluminiumpech für die Gäste. Jetzt so langsam musste Kaiserslautern wieder aufwachen und das taten sie dann auch. Zuck ist das, Hendrik Zuck, 1-0, 68. Spielminute. Was für ein Treffer und wie wichtig für die Fans der Roten Teufel. Es machen sich auch teilweise wieder Pfiffe breit, aber jetzt stimmte zumindest das Ergebnis. Auch wenn das Spiel nochmal brenzlig wurde. Binakay nochmal. Guter Ball. Aber auch Hercher kann Groß Asbach für eine starke zweite Halbzeit nicht mehr belohnen. Der erste FC Kaiserslautern gewinnt am Ende des Tages mit 1-0. Nicht unbedingt verdient, aber das ist egal, wenn man die drei Punkte auf der Habenseite hat. Das ist durch den Treffer von Hendrik Zuck möglich geworden. Der erste FC Kaiserslautern gewinnt mit 1-0 gegen Groß Asbach. Der FC Karlsruhe-Szene hat durchaus noch Aufholbedarf, was Punkte angeht. Klar, mit einem Sieg kann man sich aus den Abstiegsrängen schon wieder entfernen, aber trotzdem sollte es gegen Preußen Münster auch erstmal so gut anfangen. Philipp Tietz, 5. Spielminute und die Gäste waren im Rückstand. Super Abschluss hier von Tietz und Münster, die schon vor der Winterpause mit 0-2 gegen Fortuna Köln verloren, waren hier erstmal unter Druck, dann wurden sie aber besser. Kobi Lanski hat das Auge für Heinrich, den muss er eigentlich machen. Nachschuss von Dadaschow und dann ist der Ball jetzt endlich drin. 23. Spielminute, Hufat Dadaschow mit der Direktabnahme, ihm fällt der Ball auf den Fuß und dann das 1-1. Aber dann wieder Karlsruhe Jena. Tietz hat das Auge für den mitgelaufenen Kroh. Stark hier setzt sich da durch. Und der macht dann auch das 2-1, 33. Spielminute und wieder die Führung für die Gastgeber. Es war eine wirklich unterhaltsame Partie und sie hatten jetzt vor der Pause noch die Möglichkeit zu erhöhen. Das ist Robin Schau, legt rüber Wolfram Schau und um ein Haar macht er hier das 3-1 in der 43. Spielminute. Mit dem Seitenschuss bringt dann den gefährlich aufs Tor, trifft dann aber nur das Außennetz. Glück für Münster. So ging es dann mit dem 2-1 in die Pause, aber Jena blieb weiterhin stark dran. Sie wissen um die Ernstigkeit oder um den Ernst der Lage Bescheid. 55. Minute, Tietz das 3-1, wollte aber noch nicht her. Die Frage, wurde das jetzt von Münster bestraft? So ist es ja häufig, wenn man unten drin steht. Und das ist Müller mit der Übersicht. Und jetzt muss eigentlich Heinrich den Ball selber zumindest aufs Tor bringen, wenn er ihn nicht in die Mitte spielt. Riesenmöglichkeit, 67. Spielminute, trifft hier aber nur das Außennetz und Karlsruhe Jena im Glück. Und jetzt kam sie nochmal und jetzt konnten sie diese Partie entscheiden. 74. Spielminute, 3-1 von Wolfram, schön platziert unten links, nichts mehr zu halten, der Pfosten ist mit dem Spiel. Jetzt hatten sie tatsächlich mal das Glück. Karlsruhe Jena gewinnt also mit 3-1 gegen Preußen Münster und verschafft sich zumindest etwas Luft im Abstiegskampf. Cottbus muss aufpassen und nach unten schauen, dass sie da nicht noch zu sehr reingeraten, aber sie konnten 2-0 gegen Rostock gewinnen vor der Winterpause. Jetzt war es Wien Wiesbaden, die hier einen Dreier mitnehmen wollten aus dem Stadion der Freundschaft. Die erste Möglichkeit gehört aber den Gastgebern, die noch nicht wirklich gefährlich war. Viertelstunde knapp gespielt, dann auch endlich mal der Gast aus Wien Wiesbaden, Jules Schwadorf mit dem Abschluss, aber kein Problem für Spahic, der schaut den ganz locker ins Aus. Halbe Stunde gespielt, dann wieder mal Cottbus, Mockenhaupt fälscht den Ball vor die Füße von Holthaus, Kolke erst mit der Parade, Mamba macht's überragend, hat eine super Übersicht und dann ist Rangelhoff da. 31. Spielminute, erst von Kolke super pariert, aber Mamba hat die Übersicht, drischt nicht blind in die Mitte, spielt rein und dann
das 1:0. Es gab aber dann Strafstoß. Weidlich hier mit dem Foul, 38. Spielminute. Freistoßmöglichkeit für Wien Wiesbaden. Strafstoßmöglichkeit natürlich. Schäffler mit dem 1:1. Und etwas glücklich jetzt das Resultat für die Gäste aus Wien. Und im zweiten Durchgang wurden sie dann stärker davon beflügelt. Schäffler trifft hier aber nur den Pfosten erstmal. Spalt streckt sich, wäre wohl nicht mehr dran gewesen. Aber die Gäste blieben dran. Lorch auf Schmidt und dann der Treffer von Kiere zum 1:2. 55. Spielminute, die Gäste in Führung. Und das war jetzt auch verdient. Der FC Energie Cottbus macht im zweiten Durchgang bis dato erstmal nichts. Und dann wurden sie dafür auch bestraft. Und die Gäste blieben dran über die linke Seite. Das ist Weidlich. Mit dem dicken Fehler Kiere legt rein. Und Guda ist da und macht in der 61. Spielminute das 3:1. Und jetzt wurde es richtig schmerzhaft für Cottbus. Sie konnten danach sich nicht mehr regenerieren. Nach 1:0 Führung geben sie das aus der Hand. Wien Wiesbaden gewinnt mit 3:1. Das geht über die 90 Minuten auch in Ordnung. Und der FC Energie Cottbus muss wieder nach unten schauen. Der VfL Osnabrück möchte natürlich am Tabellenplatz Nummer 1 stehen bleiben. Jetzt konnten sie gegen Meppen aber erstmal früh unter Druck geraten. Durch diesen Fehler von Körber, Nick Proschwitz passt auf und dann das 1:0 von Wagner. 21. Spielminute, was war denn mit Osnabrück los? Etwas unachtsam gegen den Tabellen 16. Aber Meppen konnte vor der Winterpause mit 2:0 gegen Lotte gewinnen. 10 Minuten vor der Pause dann mal die Möglichkeit für Farona Pulido zum 1:1. Doppelmöglichkeit, Domasch gepasst, aber zweimal auf. Pech für Osnabrück, jetzt hätte es schon 1:1 stehen können. Stattdessen nochmal die Gäste vorm Pausenpfiff. Von der rechten Seite von Hacke mit der Flanke und Undav ist da und macht das 2:0 per Kopf. Erste Minute der Nachspielzeit. Die Osnabrücker Fans konnten es gar nicht fassen. Körber kann den Ball nicht sehen und kommt dann nicht mehr ran. Zweiter Durchgang, Stunde gespielt und plötzlich waren sie dann auch wieder dran. Verteidiger Trapp mit der super Direktabnahme aus extrem spitzen Winkel. Der darf da so nicht reingehen. Fehler von Domaschke und jetzt wurde es nochmal heiß. Sie glaubten wieder dran. Die Spieler vom VfL Osnabrück, aber es ging erstmal negativ weiter. Elfmetersituation, Meppen bekommt ihn zugesprochen und in der 65. Minute dann die Riesenmöglichkeit für die Gäste zu erhöhen zum 3:1. Proschwitz scheitert aber an Körber, macht seinen Fehler vom 0:1 wieder wett, kann sich zurecht feiern lassen und Proschwitz verschwendet hier eigentlich mit einem gut getretenen Strafstoß die Möglichkeit zur Vorentscheidung und einmal kam Osnabrück nochmal. Sie bekam nochmal die Möglichkeit, das verdiente 2:2 zu erzielen. Rennecke luchst da den Ball ab. Haider, dann Farona Pulido. Und jetzt war es Pech, dass Osnabrück hier nichts mehr mitnehmen konnte. Meppen gewinnt mit 2:1, höchst überraschend, aber nicht verdient mit 2:1 gegen Osnabrück. Für Karlsruhe geht es jetzt darum, erstmal die Verfolger abzuschütteln. Man steht auf dem zweiten Tabellenrang gegen den FSV Zwickau. Aus dem Tabellenmittelfeld möchte man das hier dann auch wieder gut machen. Die erste Möglichkeit und das erste Tor hätte eigentlich Zwickau dementsprechend auch gehören müssen. Miatke hier trifft den Ball überhaupt nicht. Trotzdem wird es gefährlich. Der Ball muss aber einfach sitzen. Und weiterhin die Gastgeber besser in der Partie. Königke auf Schröter und Obhoff ist da. Und hält den Ball fest. 26. Spielminute. Maurice Schröter ist das aber gut aufgepasst hier von Obhoff. Dann kam auch der KSC mal nach vorne. Mit der Eiseskälte, wie man sie auf dem Tabellenrang einfach auch mal hat. Manuel Stiefler und Pourier. Stiefler, super Ball auf Fink. 38. Minute. 1:0 für die Gäste. Und sie wussten gar nicht so recht, wie das zustande kommen konnte. Der FSV Zwickau etwas unglücklich zu dem Zeitpunkt und mit 0:1 dann auch in der Kabine. Und jetzt wurde tatsächlich der Gast erstmal stärker, Marvin Pourier mit dem Kopfball, aber Brinkis hat kein Problem, den zu halten. FSV Zwickau auch im ersten wie im zweiten Durchgang immer wieder gut drauf und dann auch mit dem 1:1. 62. Spielminute, König
mit dem Treffer. Opoff ist noch mit den Fingerspitzen dran, kann aber nichts mehr machen. Super Körpertäuschung, zieht den Ball mit der Sohle zurück und König erzielt dann den Ausgleichstreffer. Und in der Schlussphase nochmal die Möglichkeit für Reinhardt hier, das Ganze komplett umzudrehen. Offene Schlussphase und vor allem auch ein offenes Ende. Hier wäre es dann fast noch das 2:1 gewesen. Reinhardt aber etwas zu unplatziert. Und nochmal die Gäste. Şamoğlu mit der Flanke. Şamoğlu mit der Flanke. Vanicek kommt aber nicht ran mit dem Fuß. Zumindest nicht vernünftig. Und dann hält Brinkies den Ball fest. Am Ende geht dieses 1:1 in Ordnung. Zwei starke Mannschaften trennen sich hier verdientermaßen mit einem Remis. Braunschweig hat einige Neuzugänge und konnte schon den ein oder anderen Punkt vor der Winterpause dann holen. Der FC Hansa Rostock verlor mit 0:2 gegen Energie Cottbus, waren hier eigentlich psychologisch nicht unbedingt in einer besseren Lage und trotzdem gingen sie in Führung durch Pascal Breyer. In der 10. Spielminute Schärf mit der Flanke und die Gastgeber in Rückstand. Jasmin Fejsic stand zwischen den Pfosten, Rückkehrer aus Magdeburg, nur ein halbes Jahr hatte er es dort ausgehalten. Und dann um ein Haar von Pascal Breyer der nächste Streich. 19. Spielminute. Was war mit Braunschweig los? Einige Neuzugänge, aber so richtig erfolgreich wurde es noch nicht. Und Rostock spielte weiter richtig gut nach vorne. Sebio Suku ist das. Kann sich dazu einfach durchsetzen. Königs auf Bülow, der hätte Übersicht. Und mehr Willi Biancardi mit dem 2:0. 22. Spielminute, Braunschweig in doppeltem Rückstand. Und da wurden dann auch die Fans wieder etwas unzufriedener. Dann mal vor dem Pausenpfiff endlich was von den Gastgebern. Eckstoß von der linken Seite, nicht ungefährlich reingetreten. Suku macht es da fast selber scharf, aber Gelios ist da und fängt den Ball dann ab. Jetzt aber Braunschweig im zweiten Durchgang etwas mehr gewillt, den Treffer zu erzielen. Fitzner auf Philipp Hofmann und Gelios passt auf. Super Reaktion, super Tat, auch wenn das ein Distanzschuss war. Der ist nicht so einfach zu halten gewesen. Der hatte ordentlich Wucht drauf, aber dann ist er da mit den Fingerspitzen. Aber viel mehr kam dann nicht. Braunschweig versuchte es zwar nochmal, aber die Zeit lief davon. Fürstner nochmal. Rostock barrikadierte sich nach hinten und dann der letzte Abschluss der Partie sollte dann auch nichts mehr werden. Keine Gefahr durch diesen Schuss und Gelios musste nicht mehr eingreifen. Hansa Rostock entführt also 3 Punkte, auch wenn sie im zweiten Durchgang nicht mehr so viel bis auf Verteidigen machten. Es hat ausgereicht. Braunschweig war in der ersten Hälfte einfach zu schwach und konnte das dann im zweiten Durchgang nicht mehr ausbaden. Der KFC Uerdingen holte sich zuletzt gegen Unterhaching eine 4:0-Packung ab und der Gast aus Würzburg hatte 1:2 zu Hause gegen Osnabrück verloren. Am 20. Spieltag die erste Möglichkeit hier gehörte, aber den Gästen. Vollert ist das, der hier seine Mannschaft vom frühen Rückstand bewahrt. Super Kopfball, aber auch stark, wie sich Vollert dann dort streckt. Über 20 Minuten schon gespielt, dann auch mal die Gastgeber und zwar durch diesen Schuss von Stefan Aigner. Was für ein Ding. Gefährlich, 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 aber noch nicht erfolgreich. Schön gemacht, aber unten links fehlen dann so ein paar Zentimeter. Vor der Pause dann nochmal der KFC. Krempitzky, Beister und dann Kefki. Und der scheitert am überragenden Drewe. Super Reaktion. Der Star beschwert sich bei seinen Vordermännern. So ging es dann mit diesem 0:0 in die Halbzeit. Ging auch so in Ordnung. Aber jetzt wurde Würzburg stärker. Über die linke Seite. Kurzweg mit der Flanke. Und das Orhan Ademi. 49. Spielminute. 1:0 für die Gäste. Perfekter Start nach Wiederanpfiff für die Gäste und die Gastgeber taten sich damit ein bisschen schwer, aber versuchten postwendend auszugleichen. Krempitzky auf Konrad, das ist Maxi Beister, Pfostenpech in dieser Szene. Heitic bereinigt das Ganze da, aber die Gastgeber blieben natürlich dran. Dorda erobert den Ball, der Abschluss von Gnase abgefälscht. Und Uerdingen lief jetzt dann so langsam auch die Zeit davon, auch wenn der Treffer verdient gewesen wäre. Wir sind schon in der Nachspielzeit, letzte Minute, dritte Minute der Nachspielzeit, also angebrochen und die läuft jetzt. Von der linken Seite Öztürk und Marot mit der Riesenmöglichkeit, zumindest einen Punkt zu holen, aber es sollte am Ende des Tages für den
Tabellendritten nicht mehr sein. Uerdingen verliert mit 0:1 gegen Würzburg. Verdient es anders, aber das ist irrelevant, solange man die 3 Punkte mitnimmt. Der VfR Aalen steht auf Tabellenplatz 19 und jetzt kam der Tabellenfünfte aus Unterhaching nicht unbedingt wie gerufen, aber trotzdem ist ja irgendwie immer was drin in der dritten Liga. Trotzdem gehört auch die erste Möglichkeit hier den Gästen. Bernhard muss sich das erste Mal beweisen hier am Montagabend zum Abschluss des 21. Spieltages. Schöner Schuss aus Spitzenwinkel, aber auch von Bernhard eben sehr gut pariert. Der Captain macht das, was er tun soll. 20 Minuten gespielt, Unterhaching war aber die deutlich bessere Mannschaft. Eckball und da ist Gregor, kommt mit dem Kopfball auch zur Geltung. Der geht dann aber am Kasten vorbei. Sieht man doch hier recht deutlich, küsst noch das Außennetz, aber mehr war dann eben auch nicht drin. Vor der Pause dann nochmal die Gäste und das 1:0 lag in der Luft. Sascha Bigalke, der Ball abgefälscht vor die Füße von Dombrovka. Und der macht dann auch das 1:0. 39. Spielminute, hochverdient die Führung für die Gastmannschaft. Super Abnahme auch von Dombrovka. Und da kann Aalen dann gar nichts mehr machen. Zweiter Durchgang hat gerade begonnen und dann wurde Aalen tatsächlich mal frecher. Schnellbacher und Moris scheitert an Königshofer. Jedoch hätte der Treffer auch nicht gezählt. Er stand im Abseits. Schauen wir in der Wiederholung nochmal drauf. Naja, die Fahne ging hoch. Wahrscheinlich zu Unrecht. Ball war aber nicht drin, sodass man nicht drüber diskutieren muss. 20 Minuten noch auf der Uhr und nochmal Moris. Diesmal kein Abseits. Marseiler kann es dann klären. Was für eine Parade von Königshofer. Und sie geriet noch mehr unter Druck. Schnellbacher, Moris. Wurde dann aber nichts mehr. Auch wenn Aalen zum Schluss nochmal besser wurde im zweiten Durchgang. Die besseren Tormöglichkeiten hatte. Unterhachingen führte den Dreier zum Abschluss des 21. Spieltages und grüßt damit weiter von oben aus der Tabelle. Das war dann auch wieder diese Prognose, 21. Spieltag. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten tippt wie immer schön gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss.